Hallo und willkommen in meiner Reihe Fusion 360 einfach schnell erklärt Reihe. Heute geht's um die Abhängigkeit konzentrisch. Die findest du entweder hier oben in der Schnellstartleiste oder genau hier unten in dem Menü. Mit diesem Befehl kannst du zwei Kreise oder auch einen Bogen, das ist jetzt egal, also kreisförmige Dinge zueinander abhängig verbinden. Ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber ist ganz einfach. Wie das Symbol es eigentlich auch schon zeigt, du klickst das Symbol an, die Abhängigkeit und dann einmal auf den Kreis, auf den nächsten Kreis und beide sind miteinander verbunden durch den Mittelpunkt. Heißt, wenn ich jetzt den Mittelpunkt hier verschiebe, verschiebe ich beide Kreise. Kann sie noch unabhängig voneinander verstellen, also die Größe, aber sie sind im Mittelpunkt miteinander verbunden. Das geht auch natürlich mit einem Bogen, den kann man natürlich auch noch dazu fügen. Anklicken, anklicken und schon ist dieser Bogen ebenfalls in der Mitte miteinander verbunden. Das siehst du am besten, wenn du jetzt das Ganze ein bisschen verschiebst. Ändern kannst du das Ganze noch, wie du willst, aber sie sind in der Mitte miteinander verbunden. Ja, mehr gibt es zu diesem Befehl nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte dir was zeigen, was du noch nicht gekannt hast oder dir was beibringen. Wenn ja, lass mir doch ein Like oder ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Natürlich kannst du die Kommentarfunktion für Fragen auch jederzeit nutzen. Wir sehen uns dann wieder in Folge 31 und da geht es um den Abhängigkeitsbefehl kolinear. Bis dahin, ciao.